Hallöchen und willkommen zu 9 Wege, deine Truhe zu verstecken. Kennst du auch immer diese Helden, die euch alles aus den Truhen mopsen und ihr ständig genervt seid, weil euch alles geklaut wird? Dann habe ich heute ein paar Möglichkeiten für euch, eure Truhe zu verstecken. Und auch wenn wir schon hier an 2 Truhen vorbeigelaufen sind, kannst du schnell das Video liken und den Kanal kostenlos abonnieren, um Teil von Team Lars LP zu werden. Ich zeig dir jetzt, wie es geht. Nummer 1! Nummer 1 ist ein Klassiker und super einfach. Ja klar, irgendwo drunter bauen. Ne? Also irgendwo einfach Block weg, Truhe, hallo. Das ist super einfach und am wenigsten erwartet. Okay, ich brauche euch nicht zeigen, wie man das baut, weil das geht ja überall. Nummer 2! Nummer 2 ist sogar in der unmittelbaren Umgebung. Und zwar hier. Hier ist eine Truhe. Also, nee, ich muss keinen Block abbauen. Brauche ich gar nicht. Ich kann die so anklicken. Glaubt es oder glaubt es nicht. Aber hier ist eine Truhe. Da. Zack, hier ist eine Truhe. Voll geil. Da in der Ecke. Ja, manchmal sieht man die Minecart-Ecke noch, manchmal nicht. Aber wieso geht das? Das ist super einfach. Wir brauchen dafür nur ein Kreuz mit einem Loch in der Mitte. Also nicht so, sondern so. Und da kommt eine Schiene mit einer Güterlore hin. Das war's schon. Jetzt können wir den ganzen Spaß zubauen. So. Und ihr seht schon, da sieht man sie. Hier sieht man sie. Hier nicht. Aber wir können hier in die Ecke rechts klicken. Geht. Super einfach, super versteckte Kiste. Also mal ernsthaft, das findet doch niemand, oder? Nummer 3! Tja, Nummer 3 hat was mit Aufmerksamkeit zu tun, ne? Also, ich meine, hier ist nirgendwo eine Truhe. Wir sind in unserem kleinen Verzauberungsraum. Klar, da hängt ein Bild, aber in das Bild kommen wir nicht rein. Egal, was wir machen, wir kommen nicht rein. Also, das ist. Wir müssen halt Diät machen. Aber, hinter der Tür hier, da ist eine Truhe. Wir können einfach die Tür dafür nehmen, um eine Truhe abzudecken. Das ist super, super simpel, aber super effektiv. Kein Scherz. Wie oft rennt ihr durch Türen und macht die direkt zu und guckt erstmal? Ja, das macht doch niemand. Ist aber natürlich nicht die sicherste Methode. Nummer 4. Nummer 4 ist natürlich das Bild, aber wir müssen genau mittig drauflaufen. Sobald wir leicht links, leicht rechts sind, kommen wir nicht rein und deswegen ist das so. Ja, da muss man schon genau drauflaufen. Wir haben nämlich einfach eine Falltür oben rechts und unten links oder unten rechts und oben links gemacht und die Truhe dahinter. Super einfacher Mechanismus, aber auch nicht der sicherste. Nummer 5! Nummer 5 ist super simpel, aber effektiv, weil niemand interessiert sich für ein Netherportal. Wir rennen da rein und wir rennen raus. Allein schon, weil die Geräuschkulisse nervt. Aber da könnt ihr natürlich auch super easy eine Truhe verstecken. Auch direkt unterm Obsidian, wenn ihr wollt. Das ist euch überlassen. Je dichter und nerviger es ist, die freizubauen, desto sicherer ist es. Aber gerade an Orten, wo kein Mensch anhält, Netherportal zum Beispiel, oder auf Autobahnstrecken im Nether, oder beim Endportal, überall da könnt ihr Truhen verstecken, weil da hält keiner an, da ist jeder schnell unterwegs. Da, wo man halt am wenigsten damit rechnet. Nummer 6. Nummer 6 hat was mit Optik zu tun. Ja? Wir haben hier einen kleinen Hafen, unser Boot ist da oben angeleint, ja, damit da nichts passiert. Aber das Tor ist auf. Ja, also unser Boot müsste irgendwo hier so stehen. Und das Tor ist halt so leicht runtergelassen. Da können wir unser Boot drin parken. Wir können mit dem Boot aber auch durchaus durch die Wand durchfahren. Und hier hinter ist unsere Truhe. Super einfach. Einmal wenden und wieder rausfahren. So, noch ein bisschen. So, zack. Ja. Die Illusion ist hier wichtig. Man muss es für eine kleine Bootsgarage halten, damit man nicht da reinfährt. Oder am besten gar nicht auffallen. Nummer 7. Für die Nummer 7 müssen wir einen Knopf dabei haben. Und zwar hier in der Ecke, da einen Knopf hin. Und wir kommen an unsere Truhe. Super simpel, super unauffällig vor allem. Und so einfach zu bauen. Wir sind in dieser Ecke. Und in dieser Ecke machen wir jetzt so erstmal 3 Blöcke tief Platz. Und dann machen wir noch eine nach unten. Und machen so einen klebrigen oder haftenden Kolben dahin mit einem Redstone-Block. Und dieser Block steuert gleich gegenüber den klebrigen Kolben an. Und jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie schieben, damit der ausgeht und den Block zurückzieht. Und das machen wir einfach, indem wir hier einen Knopf hinmachen. Super simpel. Und dann können wir hier unten ein Loch reinhauen und können da unsere Truhe reinstellen. Super einfach. Kann man super locker machen. Man muss halt immer den Knopf dabei haben, aber man hat eine mega einfach versteckte Truhe. Nummer 8. Fällt euch hier was auf? Immer noch nicht? Hier ist ein Knopf.
Und dieser Knopf fällt einfach null auf. Wenn nicht jemand gerade zufällig hier hochklettert und von der Seite diesen Knopf sieht, fällt er einfach nicht auf. Und das Prinzip ist dasselbe. Dasselbe Prinzip wie unten, nur zwei Vorteile. Erstens, wir müssen den Knopf nicht immer mit uns rumschleppen. Zweitens, abseits eurer Base sucht niemand nach Truhen. Niemand! Nummer 9! Und damit die letzte, aber absolut sicherste Nummer ist Lava. Tja, Lava, weil hier ist eine Truhe drin. Die können wir öffnen. Durch die Lava. Die Lava ist nämlich kein Block und deswegen können wir die einfach durchklicken. Und eine Truhe verbrennt niemals. Keine Sorge, einfach Truhen in Lava verstecken und ihr seid safe. Willst du noch einen kleinen Bonustipp für deine versteckte Truhe? Wir haben nämlich hier eine Werkbank im Boden und wenn wir diesen Hebel drücken, passiert gar nichts. Aber wenn wir ihn loslassen, ist es eine Truhe. What? Ja, das ist super easy. Super easy. Und ich zeig dir, wie man es baut. Das Ganze ist nämlich super einfach. Wir brauchen erstmal einen Block, einen frei, einen Block. Und dann brauchen wir hier so noch Blöcke und hier auch noch einen Block. Ja, so. Das ist super einfach. Dann brauchen wir Redstone hier oben drauf auf den drei Blöcken. Ein Verstärker, der hier nach außen geht, ein, der da nach außen geht. Das ist so super einfach, ne? Dann machen wir hier hinten so einen klebrigen Kolben an das Redstone und hier auch. Also sie sollen in die Mitte zeigen und in der Mitte machen wir noch einen nach oben. Der ist aber ein tiefer, ne? Weil die zwei Kolben sollen gleich unsere wechselnden Blöcke hin und her schubsen und der nach oben. Das ist der Plan. Jetzt packen wir hier eine Werkbank zum Beispiel drauf und hier eine Truhe. Ne? Einfach so, ist ja egal, einfach so. Das sind die zwei Blöcke, die getauscht werden sollen. Dann machen wir hier eine Redstone-Fackel, hier eine Redstone-Fackel und wir brauchen noch einen Verstärker. Die Seite ist egal, aber ihr müsst irgendwo hier noch einen Block hinmachen, entweder von der Fackel oder von der Fackel und mit einem Verstärker hier rüber gehen. Das war's schon. Jetzt seht ihr, das nach oben geschoben, die Truhe ist draußen. Jetzt nehmen wir nur noch einen Knopf unserer Wahl, es ist egal welchen, Knopf unserer Wahl, so. Wir machen den hier vorne dran. Das ist unser Input. Wir können das Ganze natürlich auch irgendwie länger machen, so wie ich es da vorne auch gemacht habe. Ne? Und machen dann da nach oben einen Weg. Aber wenn wir jetzt hier den Knopf hinmachen. Zack, wurde getauscht. Zack, wurde getauscht. Und wie habe ich das da gemacht? Super einfach. Wir müssen ja bedenken, hier ist unser Boden. Ne? Das hier ist unser Boden. Und um jetzt einen Hebel als Tisch zu tarnen, brauchen wir natürlich irgendwie eine Wand, ne? Wir brauchen eine Wand. So. So. Und wir müssen hier mit unserem Redstone-Signal hin. Ja, da müssen wir drauf. So, hier. Jetzt ist das nur abgeschnitten. Das ist ein bisschen doof. Das kann man aber einfach umgehen, indem man hier den Block mit einer Treppe ersetzt, die man so rum reinmacht, damit quasi die Treppenöffnung hier ist. Dann geht das Redstone nämlich durch. Und das war's schon. Jetzt können wir natürlich hier unseren Knopf hinmachen oder halt einen Hebel und das Ganze funktioniert. Tada! Das waren meine 9 einfachen Ideen, eine Truhe zu verstecken. Hast du auch noch Ideen? Schreib's mir in die Kommentare. Von meiner Seite heißt es vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao. Mit V.